Mal wieder willkommen zurück zum Zelda-Abenteuer auf der Nintendo Switch. Inzwischen ist der Launch also ein paar Tage her, wenn ihr das seht. Und wir haben Wanto Switch schon gespielt, Sniper Clips angetestet und Fast RMX auch getestet. Des Weiteren sollte man mit Resident Evil 7 DLCs relativ weit sein. Und auch mit Just for the World mitten, beziehungsweise so mit Ende der Welt 3 stecken. Und Super Mario Maker sollten wir schon mit Online angefangen haben. Das wäre so optimale Plan, wo wir dann sind, wenn ihr das Video seht. Aber was ist denn? Ich hatte schon bei der Jagd kein Glück. Jetzt lasst mich wenigstens zur Ruhe. Nirgendwo kann man so gut Zeit totschlagen wie am Lagerfeuer. Das könnte man Opa gesagt haben. Damit auch immer von Kamin sitzen, von Lagerfeuer sitzen, ist das Beste, was man machen kann. Ha. Aber der alte Mann ist überall, das ist krass. Wiedersehen. Hä? Das macht keinen Sinn. Was? Deshalb da von Lagerfeuer sitzen ist das Beste, es zu genießen. Und jetzt schreibt der, lass ein bisschen Ruhe schlafen. Macht de facto Sinn. Halt, das wieder so ein Typ. Express mit dem. War das der? Den wir so gefunden hatten. Ja. Na dann. Ich glaube, du kommst da nicht hoch. Was genau bist du gerade eigentlich zu machen? Wir werden uns überraschen. Du bist der große Gel. Vorredlos. Sehr schön. War das die Schultat, die gefehlt hat? Wäre lustig, wenn ja. Ich drück dich. Da bin ich jetzt gebannt. Mann. Mache zu Rodeo Musik blenden wir ein. Ja, ich komm, Teleportation, ey. Also, man müsste Fallen stellen können. Ja. Ja, es hat wie gesagt. Wie oft schon gesagt. Aber einfach Tatsache. Das ist nicht umsonst das schwerste Zelda überhaupt. Und grafisch auch das Beste überhaupt. Und Halleluja. Jesus Christ. So, ihr wisst Bescheid. Oder eben auch nicht. So. Wir suchen Wildschweine. Ja. Für Asterix. Und Obelix. Oder so ähnlich. Ja. Aber wir finden keine. Und das finden wir darum nicht so toll. Und es wurde Kratzwissen gespeichert. Dies nur als eine Info. Ja, und die ist schon der letzte Zelda-Part, den wir hier heute aufnehmen, glaube ich. Aber was sehen wir, das Fernrohr? Fernglas, Fernrohr. Eher ein Fernrohr. Aber wir sehen nichts. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Oh, shit. Okay. Ich guck mal mit den Zwitschen aufs Weitere. Oi. Wo muss denn? Ich komm immer wieder zu diesem Boss-Fight-Place. Da hinten ist die Kathedrale, wo wir ganz am Anfang am zweiten Part waren. Das heißt, wir sind hier in dem Prozent, in dem wir ganz am Anfang vom Let's Play schon waren. Interessant zu wissen. Ich bin gespannt, wie oft wir hier noch hinkommen werden. Vermute ist relativ häufig. Und ich hoffe, dass ich den Schleif finde. Dass ich ihn nicht entdeckt. Vielleicht ist es ganz problemlos.
Ich bin zuversichtlich. Die Westen wird es einfangen. Ich glaube alles. Letzte Update, 4.3.1.37 Uhr. Wir haben heute 1 Stunde 35 Minuten gespielt. Bis jetzt. Okay. Und das Update ist schon eine Viertelstunde her. Ah. Nice. Beute gehe ich in Flammen auf. Ich befürchte. Deine Beute ist gerade verbrannt. Och nein. Das ist doch nicht. Du hast ans gehabt. Nicht. Das einzigste Wildschwein hier in der Nähe. Und das lässt du verbrennen. Da hinten haben wir Honig, nimm Honig. Du stehst, bist du so gebannt vor Aufregung. Ich hab's, ein Eisball. Die ganze Zeit so. Ja. Ja, wenn du jetzt sehen würdest, was hier abgehen würde. Alle stehen und jubeln. So wie ein Grand Football Finale. Super Bowl 2017. War geil. So, egal. Wir schweifen das Thema ab. Achso, was da gebraten wird. Ja. Glaubt ihr das? Gönn ihr das? Digga. Nice. Ist doch wild. So, was schon gegrillt ist. Hast du gerade eingesammelt? Ja, ich weiß. Können wir nicht brauchen. Ich weiß. Brauchst, friss es. Aber wo gibt's das? Also wie bekommt man das? Das ist die bessere Frage. Hyrule-Gras, aha, interessant. Irgendwie heißt ja alles Hyrule fast. Hyrule-Pilz. Obwohl das hier nicht mal Hyrule spielt, ist Abenteuer. Weil hier nicht die klassische Stadt aus, das klassische Dorf aus, da kommt also mit Ocarina of Time und Twilight Prince HD kennt. Das ist da nicht. Ne? Ja, und übrigens Breath of the Wild. Ist mein erstes richtiges Zelda-Spiel. Was ich so richtig spiele. Axel für Twilight Princess, was ich schon gespielt hatte. Aber das erste Zelda auf jeden Fall. Was ich als Projekt auf YouTube hochlade. Definitiv. Und meine anderen beiden Lieblingsteile, die nachfolgen werden, ist Ocarina of Time und Twilight Princess HD. Das sind so meine anderen beiden Lieblingsteile. Aber dieser hier wird mein aller Lieblingsteil sein. Nachfolgend Ocarina of Time und danach folgen Twilight Princess HD. Jetzt wisst ihr Bescheid. Was meine Top 3 Zelda-Spiele sind. Ich brauche ein. Also, kannst du Zeitraffer machen? Könnte ich theoretisch, ich wieso? Ich suche nach Wildschwein, wenn man noch Zeitraffer macht. Ich könnte schon zu machen, aber das ist jetzt zu umständlich. So. Hoffentlich bekommst du in diesem Part noch eins. Ja. Sonst ist der Rest langweilig. Ne, andererseits, wobei, was muss sonst immer an Content liefern? Dum. Ist das eher nichts anderes? Mann. Haha. Mann, wir haben das auch so eingestellt, dass die wegrennen.
Ja, weil es nicht umsonst. Es ist halt schwer, das Game, das ist so. Knifflig. Da war wieder eins. Schade eigentlich. Lass trotzdem umbringen. Du verzauber nichts davon. Aber es geht nur ums Prinzip. Jetzt hast du's. Bam! Ja! Bam! Ja! Endless! Es ist in meinem Besitz. Und jetzt? Was machst du jetzt mit dem Wild? Nein, ernsthaft. Ich werde jetzt zu dieser Küche reingehen. Mach das. Ja. Und das Feuer lässt immer eine Bombe hochgehen. Ja. Sehr schön. So, das ist die große Küche. Ja, die. Brauchen wir noch Jörg Pilawa, den Profikoch. Und Markus Lanz. Und dann haben wir alle. Feuer machst du mal. Und was passiert mit dem Wild? Erzähl, Mr. Chef Koch. Ich habe jetzt vor. Wild? Hallo? Ja. Zweimal sogar. Ich habe jetzt vor, dieses schöne Wild. Mit einem ersten Versuch mit Chili und dem Gecko. Ah ja. Und jetzt halt nur so beiden gemacht. Du hast mit dem Gecko, okay, viel Spaß. Ja. Das ist bestimmt appetitlos. Ja, kann ich wissen. Hoffentlich ist es die Zutat. Hoffentlich. Alter. Und ist mal wieder zensiert. Ganz geil, aber man hat währenddessen so Dreck, während das gekocht hat, hat man einfach mal so Teller zerschlagen und so weiter, zerschlagen die Teller in gehört als Hintergrundmusik. Was hat er gesagt? Das ist lustig. Es ist keine Pflanze. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Kein Flügel? Honig vielleicht? Honig ist weder Pflanze. So wirklich noch Geflügel. Du hast einen Versuch. Beim nächsten müsstest du wieder neue Wildschweine töten. Arme Unschuldige. Kannst eine Hose kochen. Das ist weder Geflügel noch Lebensmittel, also noch ja, Pflanze. Okay. So, jetzt komm. Sieht sehr lecker aus. Definitiv. Also Silly Wild Honig Mix. Honig macht diese gute Soße. Oh, ich komme jetzt wieder aufgeregt. Und. Spannung. Festtagsgulasch, Halleluja. Gibt wenigstens viele Herzen. Ist es das Gericht? Alter Mann. Kann gut sein. Also ich will nicht, dass nichts zensiert. Und Gulasch mögen alte Menschen. Und außerdem ist es warm. Und Chili. Und Chili drin. Definitiv. Und Honig ist nicht das, was Pflanze ist. Sondern eher was, was von Bienen produziert wird. Außer es ist Waldhonig. Was machst du da? Ja, was machst du da? Ja, bist du still. Ja, das war's wohl nicht. Oh Mann. Ja, lass uns bald. Aber wir spielen jetzt erst was anderes und machen Pause dann zu Gleis. So, dann liebe Leute, war's das für den Part. Danke fürs Zuschauen. Im nächsten Part geht's weiter. Macht's gut, bis dann und ciao. Ciao.